Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Anno 2205. In dieser Folge, zum einen machen wir die zwei Nebenquests, die fangen wir jetzt gleich an, zum anderen, hier ist relativ schwierig jetzt halt umzubauen, dass man die mit der nötigen, sagen wir mal, mit der U-Bahn ausstatten. Sondern das kriegen nur die hier hüben. Die anderen drüben sollen versauern, von mir aus. Das heißt, wir werden hier einen etwas größeren Park errichten, wo wir dann die U-Bahn mit einbauen werden. Weil wir werden, glaube ich, das hier versetzen. Oder das hier setzen wir darüber. Dass wir da drüben die U-Bahn hinpacken können. Also, wie läuft das Geschäft? Versorgt mit... mit Mobilität, ja gut, ne? Jetzt nur mal schnell nachschauen, weil das mir hier... Okay, passt alles. Dann machen wir wegen dem Park draus. Die Straße hier ziehen wir auch doppelspurig weiter. Da versetzen wir den dann nur mal kurz. Jetzt sind ja auch alle wieder zufrieden gleich. Fahren wir nun fort. Jetzt sind wir auf Level 20 gestiegen. Okay. Geld haben wir wieder, Graphen haben wir auch erstmal wieder wegen. Jetzt haben wir hier drei Aufträge. Die müssen wir jetzt nacheinander abarbeiten. Das machen wir auf jeden Fall gleich. Was haben wir schon? Da haben wir nur drei Dinge. Könnte man theoretisch hier wegen so Parkplatz irgendwas machen? Wobei das sieht wirklich gut aus, wenn wir einen großen Parkplatz machen. Löschen. Weil wenn wir so einen kleinen machen, da wäre dann der besser. Oder meint ihr, der mittlere wäre besser? Läuft alles nach Plan? Nein. Ich hätte es fast gefunden. Ja, können wir ja hier vielleicht. Nee. Ach man, nicht einfach klicken. Es ist nicht die für eine Firma. So, jetzt aber. Haus wieder aufsteigen lassen. Bilanzen passen noch alle, ja. So in etwa passen sie noch. Bis auf die Neuroimplantate. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich nachlegen. Für machen wir da jetzt halt. Was Großes draus, aber so gut sieht es eigentlich auch nicht aus, ne? Es sieht schon irgendwie hässlich aus, wenn man den Park so hochzieht. Das heißt, wir könnten vielleicht doch ein bisschen Parkplatz machen. Wenn wir nochmal sagen, hier gibt es ein bisschen Parkplatz. Aber vielleicht auf der anderen Seite wäre praktisch. Nicht immer alles auf einer, sondern mal hier was. Na gut, aber nur eine kurze Mittagspause. Ja, warum nicht? Entschuldige, ich bin irgendwie nicht auf dem neuesten Stand.
Wie sieht's aus? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wir bestellen mehr Desinfektionsmittel. Da sind viel zu viele gleiche Muster drin. So. Ja, ist... Haben wir eigentlich schon einen schönen Stadtpark, sage ich mal so. Und da bauen wir außenrum noch ein paar Häuser rum. Dann passt die Sache schon. Da haben wir auch so ziemlich alle Informationsgebäude, die wir benötigen, integriert. Also passt das soweit. Hey, würden Sie mir, So, zurück zum Thema. Wir fangen einfach jetzt mal klein an, weil irgendwas müssen wir ja machen. So, ankoppeln. Also dann schaffen wir es die Folge auch wieder nicht, weil jetzt sind schon wieder 6 Minuten rum. Eigentlich habe ich mir mal geschworen gehabt, wirklich nur die... Bestätigt. Darüber. Bestätigt. Sind unterwegs. Solange die uns jetzt nicht um die halbe Karte führt. Sind unterwegs. Tut sie. Sehe ich jetzt schon. Sind unterwegs. Jetzt will sie nach oben. Sehr gut, dann fahren wir mal nach oben. Im Gange. Noch weiter, ja. Stopp, hier rüber. Darauf. Sind unterwegs. Könnte sich die mal entscheiden? Drei Dinge sollen wir einsammeln. Sind unterwegs. Roger. Bestätigt. So. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Hopp. Roger. Sehe nicht mal die Drohne mehr. Roger. Okay. Bestätigt. Da muss man auch zurechtkommen erstmal, ne? Koordinaten einmal bestätigt. Komplett um die Karte rum. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein stärkeres Signal. So. Bestätigt. In der Werft ist es laut und dreckig, aber du kannst trotzdem mal vorbeikommen. Machen wir das. Sehr gut. So, was willst du jetzt sagen? Okay. Sind unterwegs. Fahren wir mal mit dem Schiff daher. Wir sollen das Schiff hier abschleppen, das hier steht. Natürlich sollen keine der anderen Teilnehmer hier was mitbekommen. Das heißt, wir müssen hier bedeckt vorgehen. Volle Kraft voraus. Koordinaten bestätigt. Sehr gut, da fahren wir jetzt mal da runter. So, haben wir jetzt dann auch schon wieder gleich geschafft. Dann geht's weiter mit der wirklichen Nebenquest. Das ist jetzt eine Nebenquest. Dann geht's mit der Nebenquest weiter.
Du wirst schon bald sehen, was das kostet. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder etwas Graphen. Gut, fahren wir mal her, koppeln mal die Drohne an. Da müssen wir 9 mal irgendwas finden. Da können wir auf jeden Fall die Straße. So bauen wir, das wird später auf jeden Fall so kommen, da bin ich mir sicher. Gut, Hälfte der Folge ist schon wieder rum. Wir haben eigentlich nichts geschafft, wollte ich schon fast sagen, aber... Was haben wir denn hier für einen Auftrag? Ich bin so aufgeregt. Graphen, ja, da können wir jetzt erstmal ein wenig warten. Gut, dann heben wir es heute halt auf. Sprengstoff, jawohl. Sehr gut. Verstanden. Volle Kraft voraus. Da ist was. Es wäre natürlich praktischer, wenn da nicht diese Brücke im Weg wäre. Volle Kraft voraus. Sind unterwegs. Da, wo die hinzeigt, müssen wir aber ganz anders hinfahren. Sind unterwegs. Schauen wir mal unter der Brücke. Vielleicht bin ich nur zu blöd und sehe den Punkt nicht. Stimmt schon, ne? Da ist nichts. Die will darüber. Fahren wir, haben wir darüber vielleicht. Bestätigt. Einmal daher. Sind unterwegs. Ist ja kein Problem. Wir haben Zeit. Ja, wir sind ab 40.000. Haben wir noch mehr Firmenstufe, also noch eine höhere Stufe. Sehr gut. Ich hoffe natürlich, das bringt uns auch ein bisschen was hier. Dann, dass wir wirklich Energie bekommen. Du lässt dir wirklich Zeit. Okay. Es war tatsächlich hier versteckt. Wer versteckt denn bitte schön Sprengstoff? Volle Kraft voraus. Feuer unter Wasser. Sind unterwegs. Da war was. Koordinaten bestätigt. Da ist auch noch was. Sehr gut. Haben wir schon mal das? Schritt 1 von. Was? 8? Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. 8, genau. Jetzt müssen wir wieder laufen lassen. Währenddessen können wir schauen. Vielleicht können wir doch noch ein paar Aufträge machen. Hätte meine Vorgesetzte einfach exzellent. Aber Graphen ist ja gar nicht so verkehrt. Können wir ja einen gewissen Teil schon mal anhäufen. Entschuldige, ich bin irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Wie sieht's aus? Was will die? Intelliwehranzüge, die haben wir ja gar nicht. Na, schauen wir mal. Was sich so machen lässt. Wenn nicht fliegt der Auftrag, weil... Ewig lassen wir da keinen Auftrag drin. Die haben wir nicht. So, mit der Drohne irgendwas finden, ja, ist in Ordnung. Können wir machen.
Wir haben eh gerade Zeit, müssen noch 13 Minuten warten. So. Roger. Dann fahren wir das Boot. Im Gange. Hauptsache es gibt noch Boote, ne? In 22.05. Roger. Wie viel sollen wir finden? 2. Gut. Sind unterwegs. Verstanden. Koordinaten bestätigt. Koordinaten bestätigt. Okay, jetzt müssen wir schon auf jeden Fall sehr neu sein. So langsam kommt das Ende der Karte bald, ne? Na da. Klar, im letzten Eck war das wieder gelegen einmal. Gut, ein Drittel haben wir schon rum. Der größte Anbieter für Bergbau und Schwerindustrie. Eine Kooperation könnte sich als... Ich werde Hilfe von der Geschäftsführung brauchen. Ja, ein bisschen Graphen, warum nicht? Können wir machen. Sie sind ein echter Champion. Stopp, zurück. Da war was. Einmal umdrehen bitte, Boot. Jawohl. Sieht man unten in der Minimap, dass es umgedreht hat. So, dann fahren wir mal darauf. Sind unterwegs. Jawohl, die Zeit läuft runter, dann passt es. Dann kommen wir auch endlich mal weiter. Erstmal haben wir Energieprobleme mittlerweile und zweitens mal, ich will auch das Projekt Stauder mal abschließen, weil das ist ja sonst aufwendiger wie wirklich ein Monument. Das kostet zwar im ersten Moment viel Mühen, so ein Monument, aber das kann man einfach laufen lassen, mehr oder weniger, ne? Da muss man ja ständig irgendwelche Aufträge machen. So, und das wieder zurück. Ja, ist ja noch. Einmal zurück. Jawohl, 7 Minuten noch. Das ist doch auf jeden Fall schon mal vom Vorteil. Ich bin ja immer noch so gespannt, wie wirklich solche Projekte hier auf den Kanal ankommen, ne? Weil ich habe mir natürlich schon als Ziel gesetzt, irgendwas zu bringen, was auch Zukunft hat. Oh. Falls Sie Interesse haben, hätte meine Vorgesetzte einen Auftrag für Sie, der Ihnen gefällt. Sie sind in unserer Wertschätzung soeben gestiegen. Aber ich bin noch gespannt, wie sich das auf die Abonnenten oder die Aufrufzahlen auswirkt, weil momentan relativ schwach, aber gut. Volle Kraft. Dafür, dass ich für meinen Kanal noch nie Werbung gemacht habe. Roger. Jawohl, sehr gut, ja, das ist sie. Der Vorstand war sehr beeindruckt. Das Schiff. Verstanden. Haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen Graphen übrig, ne? Dann können wir demnächst auf jeden Fall wieder ein wenig ausbauen. Da müssen wir noch warten. 4 Minuten. Währenddessen, wir könnten ja noch ein paar mehr Häuser bauen, ne? Wir könnten, müssen aber nicht. Also, ein paar gehen doch noch. Zumindest schon mal hier, dass wir ein bisschen zugebaut haben alles. So, würden wir hier nochmal Informationen hinsetzen? Jedenfalls hier würde eine Straße verlaufen. Dann können wir den da anschließen. Dann fällt das da schon mal weg. So, und jetzt könnten wir
hier noch Informationen hinsetzen. Das ist ja schon fast perfekt zugebaut wieder einmal. Hoffentlich reichen jetzt noch alle Sachen, wenn ich da immer so ausbaue. Reichen tut noch alles. Mehr oder weniger. Sie hier? Neuroimplantate sind zu wenig, um aufzusteigen. Genau. Das wird auf jeden Fall ein Ziel für die nächste Folge sein. Das hier machen wir aber noch fertig. Weil ich mache danach Schluss. Ich habe jetzt wieder, ich glaube, ein oder zwei Folgen aufgenommen. Das dürfte erstmal reichen, hoffe ich. Bei mir kriegst du den besten. Weil ich habe es schon mehrfach gesagt, ich bin jetzt seit die letzten Novemberwochen nicht so oft im Hause, das heißt weniger produzieren, das heißt ich muss einfach ein paar Folgen vorproduzieren, so wie diese hier. Ab Dezember wird es dann wieder besser. Einen Schritt voraus. Da sind wir uns wohl einig. Und gut, dass dann schauen wir mal. Ich habe einen Job für Sie. Okay, an der Stelle mache ich aber dann Schluss, weil länger brauchen wir es wirklich nicht machen vorerst. Aber du lässt mich in der Sache nicht hängen. Euch noch bis dahin einen schönen Tag, schönes Wochenende notfalls. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder im nächsten Part, weil wir müssen hier natürlich die Insel auf jeden Fall noch mit Häusern vollbauen, ne? Wir wollen mehr Einwohner. Hier haben wir ja eine schöne Parkanlage schon gebaut in der letzten Folge. Aber bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ich wiederhole mich nur noch. Ciao.